Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Collect All Pets. Jetzt seht ihr all meine Pets, die ich beim letzten Mal im Video erfarmt habe. Und ich habe ein bisschen AFK weitergefarmt. Ich habe jetzt 500.000 Coins. Ist aber gar nicht so viel. Ich kann hier oben mal hier wieder redeemen. Und die nächste Mission ist es, ein paar Drops in the Forest zu collecten. Ich werde aber als allererstes hier mein Reward redeemen. Und da drin ist ein Eternal Unicorn. Das hatte ich auch noch nicht. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich ein neues Pet entdecke. Das ist nicht zu fassen. Im Pet Simulator X ist das so, ja, Aber hier gibt mir das richtig Euphorie. Ich mag dieses Spiel einfach. Und wir können jetzt, da wir endlich mal im Livestream sind, versuchen, hier hochzukommen. Ist da oben eine unsichtbare Wand oder nicht? Wir brauchen möglichst viele Leute, die sich übereinander stapeln, um hier hochzukommen. Vielleicht schaffen wir es wirklich, dieses Ei zu kriegen. Kommt schon, Leute. Leute, alle zusammen. Hier hoch, ganz viele von euch müssen hochkommen. Alle zusammen, Leute. Leute, kommt, kommt. Ihr müsst euch gegenseitig allen helfen. Okay, dann komme ich erstmal hoch. Aber wir brauchen mehr Leute. Das kann doch nicht sein. Wo sind denn die anderen Leute? Huch, ich habe es gar nicht hochgeschafft über den Kopf. Bin ich irgendwie blöd? So, und wenn... Ah, jetzt sind hier wieder alle runter. Leute, wir wollen es jetzt mal hochschaffen. Naja, ich warte erstmal, bis das möglichst viele von euch hier hochgeschafft haben. Ich meine, mit gemeinsamen Kräften. Guck mal, wenn wir so alle in der Ecke stehen und alle so springen, dann kann es doch jemand hochschaffen, oder? Oder meint ihr, da oben ist eine unsichtbare Wand? Sebastian, du musst auch ein bisschen in die Ecke kommen, weil sonst haben wir gar nichts davon. Sebastian? Sebastian, wir stehen hier in der Ecke. Sebastian, bist du irgendwie dumm oder so? Du sollst dich hier in die Ecke stellen, damit wir alle übereinander gestapelt sind. In die Ecke. Hallo? Guck mal, jetzt. Schön in die Ecke drücken und springen drücken. Dann boosten wir uns gegenseitig hoch. Ja, ja. Kommt schon. Einer von uns muss es schaffen. Ja, ja. Wir sind so nah dran. Wir sind so nah dran, Leute. Oh, ich glaube, da ist eine unsichtbare Wand. Ich bin, glaube ich, an einer unsichtbaren Wand abgeprallt. Ja. Ja, da ist eine unsichtbare Wand. Es gibt auf dieser Höhe hier ist eine unsichtbare Wand und da kommt man nicht rüber. Schade. Ich habe es geschafft, das Eck da oben zu bekommen. Okay, aber ich bin da eben abgeprallt. Also versucht euch mal hier alle in die Ecke zu stellen. So, und dann einfach rein. Ja, ja. Nee, man prallte ab. Das ist wirklich eine unsichtbare Wand. Da kommt man nicht hoch. Ich glaube, damit ist es dann beschlossen. Guck mal, wie er könnte es höher schaffen, aber er prallt ab dieser Stelle immer ab. Über diesen Punkt, wo ich meine Maus habe, kommt niemand rüber. Oder? Nee, trotzdem. Unsichtbare Wand. Man prallt ab. Vielleicht haben die da auch inzwischen die unsichtbare Wand hingepackt, weil man da nicht hochkommen soll. Ich weiß es nicht. Ich finde es auf jeden Fall schade. Naja, komm, ich lasse dich jetzt auch einmal hoch. Jan, komm, spring auf meinen Kopf. Dann kannst du dir wenigstens die anderen Eier, die hier oben sind, holen. Ja, kein Problem. Spring nochmal hoch. Hier, man muss sich ja gegenseitig helfen. So, ich sammle jetzt mal Drops ein. Die bringen mir aber nichts, weil ich muss ja Drops in the Forest einsammeln. Deswegen schicke ich meine Pets jetzt auch mal in the Forest rüber. Sammle die Drops trotzdem ein, weil Geld lässt man ja nicht einfach liegen. So, hallo Conny, beste YouTuber, das weiß ich doch. So, ah, schaffst du es da nicht hoch? Jetzt haben wir halt keine dritte Person mehr, die helfen. Doch, vielleicht. Wenn ich hier hinkomme, dann kommen andere Leute nach und dann können wir dir noch helfen, da hochzukommen. Komm, komm, Sebastian. Okay, und jetzt hilf ihm hoch, Sebastian. Auf Ehre, nice. Okay, jetzt hat es jeder hochgeschafft. Freut mich. So, dann sammle ich jetzt nochmal die Drops in the Forest. Ich glaube, dass diese Eier zum Trollen sind. Ja, oder um zu zeigen, dass es mehr gibt. Ich finde, das Ei ist da eigentlich ganz smart platziert, weil das ist zum Träumen da. Wir können träumen, mal so ein Ei zu bekommen. Aber leider... Trotz all der Monk-Power, die wir hatten, hat es nicht funktioniert. So, wir öffnen ein Ei. Kamel, so. Und jetzt gehe ich einfach mal hier in der Desert farmen, weil in der Desert geht es immer noch am schnellsten. Ich habe offscreen mir ein bisschen mehr Speed geholt. Ich habe offscreen mir... Also ihr seht, ich laufe relativ schnell. Ich habe offscreen, habe ich mir ein bisschen Damage mehr geholt. Und ich habe halt offscreen ein paar von diesen Quests da oben gemacht und dadurch auch ein, zwei Pets dazu bekommen. Und ich könnte eigentlich wieder fusen. Ich glaube, ich fuse jetzt auch wieder ein paar Pets, weil diese ganzen Pets hier brauche ich nicht. Und meine Mission ist es ja jetzt, viele Pets zusammenzufarmen, um was Neues dazu zu bekommen. Springy Dragon, den hatte ich schon, krass. Chipmunk, Red Squirrel, ja, das packen wir jetzt alles zusammen. Wir fusen jetzt einfach Happy Iguana. So, und dann fusen wir die nächsten Pets zusammen. Sandy Armadillo. Schön. Und die letzten Common Pets, die ich jetzt zusammen fuse, ergeben... Ein Snow Monkey, den hatte ich auch noch nicht. Okay, damit habe ich jetzt schon 50 Pets zusammen. Und ich kann gleich meine ersten Uncommon Pets zusammenfusen. Also in diesem Stream jetzt. Um dann ein seltenes Pet zu bekommen. Hier. Ich habe im letzten Video ja schon ein Rare Pet gefused. Und jetzt werde ich das weitermachen. Ich hole mir den Pangolin, den Sandy, Armadillo, Snow Monkey, Iguana und so. Und fuse sie zusammen zu einem Shroom Stumpy. Oh, der sieht cool aus. Diese knalligen Farben, das finde ich cool. So, und... Habe ich noch genug? Ja, ich habe... ich habe nicht ganz genug. Ich habe nicht ganz genug, aber ich habe fast genug. Ich öffne hier so ein Ei. Da kommt aber nur ein Common Pet raus. Ein Angry Dino hatte ich auch noch nicht. Als ob ich immer noch welche entdecke. Ich gehe mal hier auf diese Pet Collection und ihr seht, ich habe noch 1, 2, 3, 4,
5 Common Pets noch nicht entdeckt. 5 Common Pets habe ich noch nicht. Ich brauche 75 Pets heute für die nächste Region. So, wir nehmen erstmal hier die nächsten Badges an. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwelche Vorteile davon bekomme, dass ich diese Badges sammle, aber es ist ja ganz schön. So, Earn Gold in the Desert. Zufälligerweise bin ich gerade in the Desert. Und ich kaufe mir jetzt einfach mal so ein Uncommon Egg, damit ich den nächsten Fuse bekomme. Und Feline Mamu. Nie gesehen, was soll das für ein Pet sein? Okay, ich drücke auf Pets und dann packe ich den rein in die Fuse-Masche und... Oh, nicht Return, sondern Fuse. Und ich bekomme einen Ghostly Hatchling. Diese eckigen Pets finde ich nicht so cool. Muss ich ehrlich sagen, bin ich nicht so ein Fan von. Aber man muss halt das nehmen, was man kriegen kann. Jetzt habe ich bessere Pets, mit denen ich schneller farmen kann. So, Armadillo jetzt noch bekommen. Und wir gucken einmal nach, wie viel stärker diese Rare Pets jetzt sind, damit ich mir das einmal vorstellen kann. So, View. Und mein Rare Pet macht 30 Schaden, während meine Uncommon Pets 20 Schaden gemacht haben. Das bedeutet, das ist nochmal sehr viel stärker. Okay, ich muss jetzt Drops in the Desert collecten. Und dann collecte ich auch die Drops in the Desert. Hab dann das nächste Egg. Das kann ich dann wieder öffnen. Es geht einfach so schnell voran, das mag ich. Man hat immer was zu tun. Es gibt halt keine Momente in dem Spiel, in dem man irgendwie warten muss. Vielleicht kommt das noch, wenn man das Spiel weiterspielt. So ist es ja bei vielen Spielen, dass sie am Anfang so richtig schnell gehen und dann immer ein bisschen langsamer. Und, okay, ich glaube, ich bleib hier einfach mal drauf stehen, ne? Als ob der Crystal jetzt hier einfach so erschienen ist. Ich habe nicht drauf geachtet. Habe ich da weggeguckt, als die Nachricht kam? Alles klar. Ich meine, ich krieg dadurch jetzt Geld, weil meine Pets den da unten angreifen. Wo sind denn alle an? Ach, die anderen haben es gar nicht. Die sind noch gar nicht in der Region, in der ich bin. Okay, dann farm ich den jetzt ganz alleine hier. Schaffe ich das eigentlich? Ich habe... Ah nee, die Zeit läuft auf. Achso, wenn ich es in unter einer Minute schaffe, kriege ich 50% Bonus. Und das schaffe ich nicht, weil ich alleine bin. Okay, schade. Schade. Aber ich finde es cool, dass ich hier drauf bin. Jetzt kriege ich mal so ein bisschen Weitsicht. Wupp, explodiert. Müssen wir mal gucken. Ich frage mich, ob die Entwickler von Collect All Pets das Gebiet The Forest wegen dem Spiel The Forest genannt haben. Nein, ich glaube nicht, weil Forest ist das englische Wort für Wald. Und das ist einfach nur ein Wald. Das heißt nicht The Forest wegen einem Horrorspiel. Oder Horror-Survival-Crafting-Building-Spiel, was auch immer The Forest ist. So, aber ich kann auch wieder fusen. Und ich fuse einfach mal die Pets, die ich hier habe, zusammen. Hol mir dann so ein neues Ankommen-Pet. Springy Unicorn hatte ich noch nicht. Perfekt. Und mehr kann ich noch nicht fusen, aber das kommt noch. Das kommt noch, Leute. Ich könnte mir auch irgendwann einen neuen Pet-Equip-Slot holen, aber ich weiß noch nicht, was ich machen muss, um das freizuschalten. Ich weiß auch nicht, was ich machen muss, um das da hinten freizuschalten. Würde mich echt interessieren, falls das jemand weiß. Wie heißt das Game, Bro? Das Spiel heißt Collect All Pets. Ich sehe aber schon, ich brauche ziemlich lange, das Ding abzubauen. Ich habe jetzt 2 Minuten gebraucht für die Hälfte. Das heißt, ich werde vielleicht ein bisschen mehr als 3 Minuten brauchen, um das ganze Ding abzubauen. Und naja, das bedeutet, ich kriege nicht viel Bonus. Ich kriege noch 20% Bonus, wenn ich es unter 2 Minuten schaffe. Das schaffe ich nicht. Mal gucken, ob es einen Bonus für unter 5 Minuten gibt, weil den würde ich dann wahrscheinlich hinkriegen, unter 5 Minuten abzubauen. Ich sammle auf jeden Fall mal die Drops hier unten ein, weil die Drops, die tun mir auf jeden Fall gut. Ist auch richtig chillig, das hier abzubauen. Hier ist gar nichts los, weil ich der Einzige bin, der abbaut. Ich war, als ich offscreen gefarmt habe, war ich bei einem so einem Event im Forest dabei und da war jemand mit so richtig, richtig krassen Pets und da ging so viel Action ab, weil die Pets so stark waren. Das war krass. Und am Ende war alles voll. Alles war voll mit diesen Drops hier. Ich sammle auch mal diese Drops hier ein. Kostet nichts. Und einfach, weil ich es kann, hier nochmal so ein Ei öffnen. Kostet nichts. Und Gott, ich würde halt gerne die letzten Common Pets, die ich noch nicht habe, freischalten. Oh, Maul, da war schon eins. Okay. Ich wollte gerade sagen, das wird aber eine Weile dauern, weil es halt die letzten sind. Aber die Chancen sind ja theoretisch überall gleich. So, und jetzt noch einer. Und nee, komm, ich will noch einen, den ich noch nicht hatte. Komm schon, bitte, bitte. Noch ein neues Pet discovern. Ja! Okay, eine Green Duck. Alles klar, dann fehlen mir von den Ankommen-Pets nur noch 3 Stück. Und dann habe ich alle Ankommen-Pets. Das finde ich gut. Meine Pets da hinten bauen immer noch ab. Oh, es gibt einen 10% Bonus unter 4 Minuten. Unter 4 Minuten wird knapp. Ich glaube, das wird richtig knapp mit den 4 Minuten. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Drück mir die Daumen. Du kannst auch E drücken zum Continue. Oh, wusste ich nicht. Danke für den Tipp. Ich sammle hier auf jeden Fall die Drops ein und die 4 Minuten sind rum. Na gut. Und jetzt gibt es keinen Bonus mehr, weil ich es nicht in unter 4 Minuten geschafft habe. Aber er wird abgebaut und ich kriege jetzt richtig viele Drops. Schaut euch das an. Das Lustige ist, die Drops, die landen auch dort hinten. Die landen dort. Die landen jetzt überall, die Drops. Und meine Pets sollen jetzt langsam mal wieder abbauen hier. Ach, jetzt kommen die anderen. Oh, alles klar. Jetzt wird wieder abgebaut. Collect Drops. So, Earn Gold kriege ich jetzt auch eine Menge dazu. Weil die Drops hier, die sind natürlich fett. Und ich habe das Gold geearnt, krieg ein neues Egg. Und da drin ist ein Monkey. So, dann hole ich mir auch das hier, weil das hier sind auch fette Dinger. Collect Drops in the Desert. Ja, okay, dann gehe ich einmal kurz rüber in the Desert. Und collecte dort die Drops. So, 150 Drops sollte gar nicht so lange dauern, weil ich jetzt so viele Drops hier schon liegen habe. Einfach alles einsammeln, was hier so liegt. So, aber die Drops, es ist eigentlich nicht möglich, in einer Region, in der man farmt, alle Drops aufzusammeln. Weil die Drops kommen schneller, als man sie sammeln kann. Und jetzt habe ich hier so alles aufgesammelt, drehe mich um und dann liegen da schon wieder welche. So, nächstes ist Collect Drops in the Meadow.
Zum Glück ist ein bisschen was zu The Meadow rübergesprungen da hinten. Und das kann ich hier auch einsammeln. Das ist so krass, wie weit das alles geflogen ist. Ich sag mal meinen Pets, dass sie hier farmen sollen, damit ich das weitermachen kann. Aber ich sammle jetzt die Drops hier in The Forest auch ein, weil irgendwann die spawnen die Drops auch wieder. Und ich will die nicht vergehen lassen, weil das sind ja ziemlich fette Dinger, wo ziemlich viel Geld drin ist. Mr. Magic ist hier. Hi. Wenn du ein Ei öffnest, dann guck, hinter dem Pad steht ein Code. Oh, das muss ich mal machen. Das schauen wir uns mal an. Ich öffne ein Egg. Und da steht Taikatalvi. Okay. Taikatalvi. Dann probieren wir den Code mal aus. Muss ich mir merken. So. War das hier? Taikatalvi. Wo waren nochmal die Codes? Please. Meadow. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hier? Nee. Hier? Nein. Hier, Redeem Code. Leute, wisst ihr noch, wo man Codes eingeben kann? Ich hab's vergessen. Taikatalvi. Wir finden's heraus. Taikatalvi. Ach, hier oben rechts. Okay. Taikatalvi. So. Taikatalvi, submit. Und ich habe jetzt einen zweifachen Goldboost für eine Stunde bekommen. Nice. Ich weiß zwar nicht, was dieser Code bedeuten soll, aber ich hab's. Vielen, vielen lieben Dank für den Kommentar. Da wäre ich nie drauf gekommen, dass da ein Code steht. Das Blaue da oben. Ja, ich hab's nicht gesehen. So, nächstes Eck öffnen. Und yeah. So, destroy crystals in the forest, das kriege ich hin. Dafür schicke ich meine Pets einfach rüber zu the forest. Sammle noch die restlichen Drops ein. Ich guck kurz nach. So, ich habe ein bisschen Common Pets, die ich fusen kann. Die fuse ich dann natürlich auch. So, Stump Mamu. Ich weiß immer noch nicht, was ein Mamu ist, aber ich habe jetzt einen Stump Mamu. So, und dann machen wir die hier noch. Terra Dino hatte ich schon mal. Und oh ja, ich kann ein paar hiervon fusen, dann kriege ich mein nächstes Rapid. Mit einem weiteren Rapid hätte ich dann vielleicht auch den Kristall in unter 4 Minuten abbauen können. Mal gucken. Ein Vintage Stumpy. Yeah, damit habe ich jetzt schon 59 Pets. Ich rüste natürlich den Vintage Stumpy aus. So, bin dadurch jetzt noch stärker unterwegs. Und sammle hier noch ein paar Drops ein. Wie viel brauche ich zum Fusen? Ich brauche 5. Das heißt, ich werde nochmal 3 von diesen Eggs hier öffnen. In der Hoffnung, dass da ein neues Pad vielleicht sogar drin ist. Und Nauter, okay. Hab ich 3 geöffnet, gehe auf Pads, gehe dann auf Fuse und fuse dann die restlichen Common Pads zusammen. Erdentempel ist auch ein Code. Okay, im Erdentempel bin ich aber nicht. So, aber daran habe ich gar nicht gedacht, dass, wenn hier irgendwo Schrift auf der Map verteilt ist, dass das Codes sein könnten. Na gut, Destroy Crystals machen wir. Oh, und da ist ein Ei drin, das würde ich so gerne haben. Ach Mensch, in the Meadow müssen wir Crystals destroyen. Okay, ja, ja, nein, Lobby ist voll. Ja, die Lobby ist, hier sind nicht so, da können nicht so viele Leute rein. Hat, glaube ich, auch was mit Lag-Prävention zu tun. Weil je mehr Spieler im Spiel sind, desto mehr Pets können diese Spiele haben. Und das sind dann immer mehr Instances, die geladen und repliziert werden müssen. Das sorgt dafür, dass so ein Spiel anfängt zu laggen. So, ich öffne jetzt noch ein paar Uncommon-Eggs. White Alpaca, bis ich dann endlich in die nächste Region kann. Und ein Planter hatte ich noch nicht. Ein Springy Unicorn hatte ich schon. Happy Iguana hatte ich auch schon. Was schade, dass ich jetzt so viele bekomme, die ich schon hatte. Terradino hatte ich auch schon mehrfach. Cactus Guy, den hatte ich noch nicht. Oh, der sieht auch süß aus. So, Demon Bird. Alles klar, den hatte ich noch nicht. Snow Monkey. Ein Skunk. Ein Springy Unicorn. Komm schon. Ja, Ramamu. Mach ein Epic Pet. Noch mache ich kein Epic Pet, weil ich möchte starke Pets haben, damit ich schneller farmen kann. Ein Shroomy Shroom. Ein pilziger Pilz. So, ein Freaky Bird. So, ein Spiky Shroom. Finde ich gut. Und jetzt bitte noch was Neues. Ein Planter hatten wir schon. Aber ein Snow Monkey. Na gut. Ein Tapir. Ich habe 69 Pets. Komm, einmal hier so. Collect Drops. Und jetzt aber. Jetzt. Und ein Fiery Dragonette. Ja. Yeah! Damit habe ich jetzt 70 Pets zusammen. Mir fehlen nur noch 5 Stück. Und die 5 Stück kriege ich doch hoffentlich durchs Fusen gleich, oder? Ich weiß nämlich nicht, wie viel ich jetzt geöffnet habe, aber ich fuse jetzt einfach mal alles, was ich so übrig habe, zusammen. Und ich habe einen Hippo bekommen. Und ein Babyhamster. Oh, es könnte knapp werden. Ein Raccoon. Oh, der sieht süß aus. Jetzt habe ich ihn zu schnell weggemacht. Und ein Fairy Unicorn. Sehr gut. Und jetzt kann ich einfach in eine Crib reingehen. Ich rüste den Fairy Unicorn aus. Ich rüste den Raccoon aus. Und ich glaube, den Babyhamster rüste ich auch noch aus. So, muss ja natürlich auch ein bisschen darauf achten, wie man aussieht hier, ne? Hey Conny, in dem Haus in the forest ist ein Egg. Ja, ja, das habe ich alles schon gemacht. The sands are shifting in the desert. Okay, dann kommt hier gleich ein Boss. Und ich habe jetzt stärkere Pets. Das bedeutet, jetzt geht's gleich los. Ich stelle mich hier in die Mitte, damit ich wieder hochgetragen werde. Oh, jetzt habe ich Bock. Und jetzt sind hier auch andere Spieler. Das heißt, diesmal werden wir den Bonus bekommen. Das wird episch, Leute. Das wird episch. Aber irgendwie, hallo? Sands are shifting? Wann kommen? Ah, jetzt kommen sie! Er kommt. Lass mich rauf. Ja, ich bin oben drauf. Roblox Dana ist auch drin. Elasus ist drin. Okay. Und jetzt können wir hier einfach schön farmen. Aber, wollen meine Pets auch mal? Oh, meine Pets farmen in the Meadow. Ich bin so ein Idiot. Die waren die ganze Zeit in the Meadow noch farmen da hinten. Ui, hier sind ganz viele Drops. Ah,
Okay, aber ihr seht mal, wie schnell das jetzt geht. Okay, einen 60% Bonus kriegen wir nicht. Aber wir schaffen vielleicht einen 30% Bonus. Den 50% Bonus schaffen wir auch nicht hin. Unter einer Minute kriegen wir es nicht hin. Also erstmal hier alle Drops noch einsammeln. Ich bin so ein Idiot, dass ich das nicht gemacht habe. So, und dann gehen wir weiter kämpfen. Und wir kriegen einen 40%igen Bonus. Und das ballert jetzt natürlich richtig. Guck mal, ich habe jetzt 1 Million Coins. Mal gucken, wie viel ich zusammenkriege, wenn hier alles gedroppt ist. Und wie viel hier hinten landet, ist es nicht zu fassen. Ich warte einfach mal. Collect Drops. Und dafür kriege ich jetzt nochmal ein Egg, ein Sloth, alles cool. Und jetzt ist meine Mission Earn Gold und das kriege ich hin. Ich laufe hier einfach lang, habe Gold geearnt. So, und die nächste Mission ist Earn Gold in the Desert und ich habe schon wieder voll. So, und die nächste Mission ist Earn Gold in the Meadow und das kriege ich auch hin, indem ich einfach die Drops, die in the Meadow rübergeflogen bin, aufsammel und... Oh, das zählt nicht. Oh, das zählt nicht, wenn ich Drops einsammel in the Meadow. Schade, da habe ich jetzt kurz gehofft. Na gut. Ich sammle auf jeden Fall weiter ein, weil ich habe jetzt 1,3 Millionen. Und ich habe ja noch nicht mal ansatzweise alle Drops eingesammelt. Das ist so krass. Mach Erdentempel, mache ich gleich. So, und ich habe Gold in the Meadow gesammelt. Jetzt Drops in the Forest, the Desert. Und da habe ich leider jetzt schon so viele Drops gesammelt. Ah, egal, egal. Wir sammeln hier noch weiter alles ein. Als ob ich aus dem einen Kristall jetzt 1 Million Coins bekommen habe. Das ist einfach krass. Okay, so, die nächste Mission. Neues Egg, Pink Ram hatten wir schon mal. Hä? Der hat die Textur nicht geladen, lol. Und die Drops, die verfallen langsam alle. Also sollte ich sie einsammeln. Oh, meine erste Mission, für die ich ein grünes Ei bekomme. Cool. Destroy Crystals in Meadow. Das mache ich. Das mache ich gerne. Das ist meine erste Mission, durch die ich dann auch wirklich ein Ankommen, ein Pet bekomme. Als ob ich schon so weit bin. Ich weiß gar nicht, woran das festgemacht wird. So. Komm schon, Pets. Jetzt destroyt man ein paar Crystals hier. Macht man nicht einen auf schwach? Arm. Okay, die sind stark. Guck mal, die kleinen Crystals werden ge-one-hitted. Die großen Crystals, ja, die dauern noch ein bisschen, aber ist alles... noch machbar hier. Finde ich auf jeden Fall gut. Ich sammle da hinten noch die Drops, bevor die despawnen, weil ich sehe schon, dass da Drops despawnen. Und ich will nicht, dass die Drops despawnen. Nein! So, ich brauche noch ein neues Pet, das ich noch nicht entdeckt habe. Und das könnte hier oben in der Mission drin sein. Ich mache das auch über die Mission. Ich will, dass ich die nächste Region freischalte, indem ich jetzt Crystals in the Meadow mache. Aber ich könnte natürlich jetzt auch endlich mal den Code eingeben, und zwar Erdentempel. Und dann gucken wir einfach mal, ob das wirklich geht. Und ich habe jetzt nochmal 1 Stunde Goldboost bekommen. So lange werde ich gar nicht Collect All Pets spielen. Aber ich werde natürlich so lange Collect All Pets spielen, bis ich die nächste Region frei habe. Und dort dann natürlich alle neuen Eggs gefunden habe. So, Destroy Crystals in the Meadow haben wir auch bald durch. Ist aber auch eine ziemlich langwierige Mission. Und ich will immer noch wissen, was ich da hinten freischalten kann. Ich weiß es nicht. So, und jetzt öffne ich das Ei und bekomme... ein Ramamoo. Okay, den hatte ich schon. Na gut. Earn Gold in the Desert. Dann machen wir es einfach wieder auf die altmodische Art und Weise. Und ich habe gar nichts zum Fusen. Na gut. Dann öffne ich ein Ei und ich kriege... ein Fire... als ob ich jetzt keine Pets mehr neu bekomme, hä? Jetzt ein Chill-Iguana. Und damit ist die nächste Region freigeschaltet. So, Earn Gold in the Desert. Nächstes Ei. Und ich bekomme... ein Meerkat. Wäre auch nichts Neues gewesen. Und sage jetzt... farmed in the Arctic. Und in der Arktik gibt es hier im Haus... ein Ei. Und da drin ist mein erstes gefundenes Rap-Head. Und das ist eine Lioness. Perfekt. Dann gucken wir, ob es hier noch weitere Eier gibt. Ich weiß, da oben ist eins. Gucken wir mal nach später, wie wir dorthin kommen können. Hier kann ich immer noch Ankommen-Eggs kaufen. Also diese Rare-Eggs sind immer noch was Besonderes hier. Ich mach mal hier nächste Mission. So. Kamel. Collect Drops in the Arctic mache ich auch. Ja, plus ein Petticrypt-Slot. Kostet hier 500.000. Aber da ist ein Schloss vor. Augenblick. Heißt das, ich kann... ach, ich kann den einfach so kaufen. Dann ist der weg. Und jetzt habe ich einen Slot mehr. Dann habe ich einen Slot mehr. Ach so. Ich dachte, das Schloss bedeutet, dass ich nicht kaufen kann. Aber Leute, was habe ich dann hier gekauft? Leute, wisst ihr, was ich hier gekauft habe? Ich weiß es nämlich nicht mehr. Hä? Habe ich damals da schon einen Pet-Equip-Slot gekauft? Ich weiß es nicht. Naja, wir werden es auf jeden Fall herausfinden. Ich hole mir noch einen Pet-Equip-Slot für 500.000. Kostet ja nichts. Und ich mache noch kein Epic-Pet, weil ich noch nicht genug Seltene dafür habe. Und hier kann ich plus ein Drop-Collection-Range. Mache ich einfach mal. Es kostet ja auch nicht viel. So. Und auf einmal sammle ich die Drops viel weiter ein. Das ist schön, wenn die zu mir geflogen kommen. Also, dann gucken wir mal nach, ob wir es hier hochschaffen können. Das Problem ist, hier können mir meine Zuschauer jetzt nicht weiterhelfen. Huch, ich bin... ist auch rutschig. Man rutscht hier richtig ab. Super Crystal, wo? Hier! Oh, ich habe schon wieder nicht aufgepasst. Aber jetzt habe ich eine ganze Armee an Pets. Jetzt habe ich nämlich ganze... ich konnte nicht zählen. Okay. 7 seltene Pets, die hier abbauen. Am Super Crystal in der Arktik. Aber ich glaube, der braucht dann auch ein bisschen länger. Wenn ich 20 Sekunden schaffe, kriege ich 80% Bonus. Alles klar. Ich versuche immer noch da hochzukommen, ohne abzurutschen. Aber guck mal, wie rutschig das ist. Ich glaube, das ist mit Absicht gemacht, dass das so rutschig ist. Aber hier schon mal geschafft. Hier geschafft. Und das nächste Ei haben wir. Und da drin ist ein Radiant Unicorn. Yeah. Okay. Hoch schaffen wir es da hinten immer. Obwohl, dort könnten wir es hochschaffen. Wenn
genug meiner Zuschauer es geschafft haben, in die Arktik zu kommen, können wir versuchen, es nochmal über die Wand da hoch zu schaffen. Das wäre cool. So, ich sammle hier jetzt nochmal ein paar Drops ein. Und ich glaube, das dauert eine Weile, bis ich diesen Crystal abgebaut habe, weil der Crystal hier in der Arktik ist sehr viel stärker. Macht natürlich auch Sinn, dass der so viel stärker ist. Aber ich farme auch so schnell. Guckt euch an, wie schnell ich jetzt Geld dazu bekomme. Die braunen und die weißen Hasen machen wegen Ostern bis zu 1500 Schaden? Nein, oder? Nein. Habe ich einen? Nicht, dann ich hole mir einfach mal einen. Ich vertraue dir, ich glaube dir, dass das die Wahrheit ist. Und wir probieren es jetzt aus, Leute. Wir probieren das jetzt aus. Die braunen und die weißen Hasen wegen Ostern. So, wir holen uns die jetzt. Wir holen uns jetzt die Hasen und gucken, ob wir was bekommen. No, neuer Tiger, den hatte ich noch nicht. Okay, ich muss hier trotzdem durchspammen. Aber ich ziehe keine Hasen. Ich ziehe Emo-Birds, ich ziehe Chicks. Ich ziehe alles mögliche, aber ich ziehe keine Bunnies. Oh, Grey Mule! Ich glaube, jetzt habe ich fast alle Common Pets, die man haben kann. Ich glaube, mir fehlt nur noch eins. Vielleicht habe ich auch schon alle. Okay, ich kriege keine Hasen mehr. Ich mache jetzt noch, keine Ahnung, 5 Eggs. 1, 2, 3, 4... und 5. Na gut. Ich habe keine Hasen gezogen, also kann ich es nicht ausprobieren. Es kann natürlich sein, wenn das wirklich stimmt, dass die Hasen-Drop-Chance dafür jetzt auch niedriger ist, wenn die so overpowered sind, weil 1500 Schaden, weißt du eigentlich, wie viel das ist? Naja, ich sammle hier noch weiter ein, farme hier noch weiter und kann jetzt die Zeit auch nutzen, um ein bisschen zu fusen, weil ich habe jetzt so viele Pets gezogen. Die fuse ich mir alle zusammen und vielleicht schaffen wir es dann wirklich, uns ein Epic-Pet zu machen. Das wäre ein Goal für diesen Stream. Ein erstes Epic-Pet. Patrican Camel. Und ich sehe nicht mal, wie es aussieht. Ach hier, okay, es sieht ganz normal aus. So, Feline Mamu. So, Emo Shroom. Kostet mich Fusen eigentlich was? Ich glaube nicht. So, Tempered Hatchling hatten wir schon. Conny, hi. Hi, Roblox Gamer. Black Alpaca hatte ich noch nicht. Perfekt. So, und dann werden wir jetzt die ganzen Common Pets auch zusammen fusen für mehr Rare Pets. So, Baby Hamster haben wir. Und ein Froggy Dragonet. Oh, der sieht cool aus. So, so, ich sammle hier weiter ein und da ist noch ein Crystal. Was soll ich denn jetzt machen? Jetzt gibt es hier zwei Kristalle, weil ich für den hier so lange brauche. Ich werde den hier trotzdem weitermachen, auch wenn ich keinen Bonus für den Kristall bekomme, weil ich so lange brauche. Ich glaube, ich kann den Kristall jetzt schneller abbauen, als ich den als... Ah, naja. Egal. Ich nehme auf jeden Fall hier das hier an. Drops Collected. Und Gold Earned. So, ein Skunk. Ein Cactus Guy hatten wir schon mal. Leopard hatte ich noch nicht. Ein Eternal Unicorn. So, Bitter Turnipa. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Aber ich hab's jetzt auf jeden Fall. Und mache jetzt noch ein paar Rare Pets, damit ich mir gleich ein Epic Pet machen kann. Und jetzt habe ich auch genug Pets, um mir ein Epic zu machen. So, wir machen jetzt Dip, 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 Dip. So, und mein erstes Epic Pet ist ein Holy Potato. Okay. Ein bisschen langweilig, aber ich habe mein erstes Epic Pet. Das rüste ich aus und das wird jetzt ein Game Changer sein. Ich nehme dafür das Hippo weg und dafür die Holy Potato rein. Und die Holy Potato, die wird jetzt rasieren. Und komm, 3, 4 Schläge und die Holy Potato hat es dann gerissen. Yeah! Oh, warte, habe ich auch hierfür Belohnung bekommen? Dafür, dass die anderen hier das ja ohne mich abgebaut haben. Das finde ich gut. Jetzt kriege ich ordentlich Belohnung dazu. So, Drops in the Arctic. Destroy Crystals. Ja, dann destroyt mal Crystals, meine Pets. So, ich sammle hier weiter Zeug ein. Die hier werden jetzt erstes weg sein, also werde ich die auch als erstes einsammeln. So. Ah, diese 100 Crystals, die werden noch ewig brauchen, bis ich die habe. Aber wie krass, dass das hier überall rübergesprungen ist. Bis hierhin. Ready to claim. Oh mein Gott, ich kann hier wieder so ein Egg claimen. Perfekt. Und nice. Noch ein neues Pet. Jetzt habe ich schon 89. Ich brauche, glaube ich, 200 Pets für die nächste Region. Das ist eine Herausforderung. Das wird eine Weile dauern, bis ich 200 Pets zusammen habe. Nee, nur 120. Das kriege ich hin. Aber das werde ich in dem nächsten Stream machen, weil hier habe ich jetzt schon mehr als genug gemacht. Ich habe jetzt mein erstes Epic Pet. Ich habe die Arktikregion. Ich habe beide Eier aus der Arktikregion. Vielleicht können wir beim nächsten Mal versuchen, da oben das Eck zu bekommen, indem wir hier hochspringen und darüber gehen, weil da ist auf jeden Fall weniger Fläche. Und dann würde ich sagen, reicht erstmal hier mit Collect All Pets. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert meinen Kanal, bis dann und ciao!